do I get out of this? Ja, hallo, 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 hallo. Ich bin der Reflex. Ich sehe elegant aus und halte meinen Schal mit einem Zeigefinger und den Daumen. Und ich grüße euch herzlich zu diesem großartigen Spielchen hier. Hallöchen. Und zwar zu Deceived Inc. Es ist ein Battle Royale Agentenspiel, möchte ich behaupten. Und ich möchte euch quasi ein wenig an die Hand nehmen bei diesem Game, weil ich finde das total großartig. Ich finde, erstmal hat das Game mega Potenzial. Also ich finde, es wird richtig großartig, glaube ich, wenn das noch weiter ausgebaut wird. Es ist jetzt schon mega cool. Es hat einen eigenen Grafikstil, finde ich aber cool. Finde ich sehr, sehr geil. Und ich gehe gleich auf die Details ein. Erstmal möchte ich mich bedanken bei Sweet Bandits für den Key. Ich durfte es im Stream schon anspielen und vielen, vielen Dank dafür. Und genau, ich darf es euch auch zeigen und vorstellen. So, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich möchte euch ein bisschen das Spiel erklären. Das wären so kleine Tutorial-Videos. Und wir fangen einfach mal an. Wenn ihr das Spiel startet, kommt ihr auf diese Seite und habt quasi euren Charakter vor euch. Ihr könnt euch hier quasi Freunde einladen. Wenn ihr hier draufklickt, geht eure Freundesliste offen. Ich habe keine Freunde. Und genau, in der Mitte ist euer Charakter. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr quasi auf euer Charakterprofil. Ihr seht die Kontostufe, ihr seht die Gesamtspiele, ihr seht die Sieges im Prozent. Ja, also 0 bei mir, wie immer. Da ich ja so ein schlechter Shooter-Spieler bin. Aber das liegt einfach am Alter, das ist ganz normal. So, dann den Meistertitel und die Gesamtspielzeit und die am meisten gespielten Agenten. So, der Meistertitel ist, wenn ich mich recht entsinne, also das ist die Kontostufe, das ist oben rechts die 10, ist quasi wie, also euer Level ist vom Konto. Und Meistertitel müsste, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, vom, ich gehe mal zurück, vom Agenten sein. Wenn ihr, kommen wir gleich zu, machen wir erstmal. Also, hier unten geht ihr auf Spiel, ja, wenn ihr spielen wollt. Und hier könnt ihr auswählen, was ihr spielen suchen möchtet. Also, Solo, klar, alleine, na, gegen 12 andere, wenn ich mich recht entsinne. Es sind immer 12 Spieler in der Lobby. Dann Team, da werdet ihr dann quasi mit, wenn ihr 2 Verbündete dabei habt, könnt ihr quasi im Team spielen. Training und Tutorial. Spielt bitte am Anfang das Tutorial. Es ist ganz wichtig, das Tutorial zu spielen. Ja, es hilft ungemein, weil so viele Sachen da drin sind. Training habe ich selber noch nicht gemacht, können wir gleich mal ausprobieren. Würde ich aber vielleicht, glaube ich, in der nächsten Video vielleicht mal machen. Ich würde gleich direkt erstmal in eine Solo-Runde reingehen. Den Agenten habe ich mir neu geholt. Wir gehen jetzt erstmal auf die Schuppe Agenten. Und hier habt ihr dann quasi eure Agenten. Es sind 8 Stück an der Zahl. 2, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Am Anfang habt ihr die 3, also den Chefs, dann Ace und den Squeer. Die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Ich fange mal beim Chefs an. Mit denen habe ich schon sehr häufig gespielt. Wir fangen mal auf dem rechten Bildschirm an. Und zwar steht hier eine kleine Beschreibung über den Charakter, was der also quasi macht in seiner Rente und tralala und Mission zurückgekehrt. So. Und Vorhut bedeutet quasi, er sind ausgewogene Agenten, steht hier auch, genau. Dann hat man hier unten die Fähigkeiten, beziehungsweise auch die Waffe. So, wenn ich hier drauf gehe mit dem Cursor, dann seht ihr Wächter, ein Standardrevolver, gute Effizienz, Durchschlagskraft über mittlere Distanz, mittlere Feuerrate, mittlere Nachladegeschwindigkeit. Dann, wenn ich da draufklicke, kann ich hier unten weitere, geh mal weg, sonst geht nämlich immer das Fenster offen, weitere Waffenmods hinzufügen, wenn man die freischaltet. Man levelt nämlich auch die Agenten, indem man spielt. Ihr seht hier oben zum Beispiel, bei mir ist eine 03. Hier ist eine 01, hier auch 01, hier ist 04, 01. Und zwar levelt ihr jeden Charakter einzeln auch nochmal neben eurem Profil. So, gehen wir mal weiter. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Spezialisierung, wenn ich da drauf klicke auf die Spezialisierung, hat er ein sofort Unverwundbarkeit, wenn du das aktivierst mit F. Das heißt, er wird instant unverwundbar. Ist natürlich sehr hilfreich, wenn man von Agenten angegriffen wird. Und genau, während unverwundbar ist, kann er nur mit entriegelten Türen interagieren. Ja? Das heißt, er kann nicht gleichzeitig hacken oder so.
Das kann man natürlich später dann auch noch erweitern mit anderen Mods, zum Beispiel hinten. Zusätzlich absorbiert Chefs ein Teil des erlittenen Schadens. Der absorbierte Schaden verstärkt Chefs Waffe. Das ist natürlich sehr geil. Ohne Schaden dauert, bis Chefs sein Magazin leer oder nachlädt. Da wird die Waffe so gold, man sieht das im Video. Und dann hat er noch eine Passivfähigkeit. Das wäre das hier unten. Glück. Chefs verwandelt einen Teil seines Schadens in graue Gesundheit. Graue Gesundheit regeneriert sich nach einiger Zeit langsam. Die Menge der grauen Gesundheit hängt von der Höhe des erlittenen Schadens ab. Und so weiter. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch knallhart. Chefs kann seine maximale Gesundheit durch Überschussheilung übersteigen. Die Überschussgesundheit ist befristet und leert sich nach einer bestimmten Zeit. Überschuss kann mit jeder Heilmethode erzeugt werden. Also auch mit Essen und so, weil in Leveln liegt nämlich auch Essen rum, zum Beispiel. So, das sind dann die Fähigkeiten und jeder einzelne Charakter hat andere Fähigkeiten und andere Waffen. Man hat immer jeweils nur eine Waffe dabei. Sie zum Beispiel hat ein Scharfschützengewehr. Er hat eine schallgedämpfte Pistole. Sie, Madame Xiu, hat zum Beispiel so einen Schnellfeuerarmbrust, eine automatische. Er hier hat eine Hand als Schrotflinte. Auch ganz nett. Sie hat so eine doppelläufige Pistole. Oder beziehungsweise zwei Pistolen. Ihn hatte ich jetzt freigeschaltet, den Halunke. Er hat, glaube ich, eine normale Waffe. Genau, aber auch relativ schnell und er wirft die Waffe anschließend. Und sie hat quasi eine Zwille. Die ganzen Charaktere schaltet man mit den Coins frei. Ihr seht hier 500. Ja, ich habe hier 237. Wenn man die Runden spielt, bekommt man diese Coins. Ja, indem man Fortschritt macht. So, dann kann man hier den Agenten freischalten. Und man hat den dann quasi. So, wenn ich jetzt nochmal, ich gehe nochmal auf Chess drauf. Und wenn ihr dann hier auf Agentenfortschritt klickt, hier unten in der Mitte, dann seht ihr quasi den Charakter, sein Level. Ja, also beziehungsweise sein Levelfortschritt. Hier unten sind die ganzen Level. Es gibt 10 Charakterlevel pro, also pro Charakter gibt es 10 Level. Und dann schaltet ihr gewisse Sachen frei, wie zum Beispiel hier Chefs freigeschaltet. Gut, klar, der war ja sowieso schon freigeschaltet, Level 1. Dann geht es hier weiter mit einem Hilfspaket. Hat Potenzial bemerkt und freut sich, dir ein Hilfspaket anzubieten zu können, dass dein Profil etwas aufpeppen dürfte. Das ist, glaube ich, irgendwie eine... Meisterprofil-Porträt ist das gewesen. Genau, das war nur ein Porträt. Dann geht es weiter mit einer passiven Mod, knallhart. Das ist also eine Mod. Mit Level 5 zum Beispiel bekommt man eine Waffenmod, den Rächer, was wir vorhin gelesen hatten und so weiter und so fort. Und so bildet sich das dann halt. Und das gibt es bei allen Charakteren. Ja, zum Beispiel hier bei ihr hier gehe ich mal drauf. Da bin ich auch schon mal 5. Da arbeite ich gerade hin, quasi die Waffenmod Hydras freizuschalten. Finde ich ganz spannend. Und hier seht ihr, da schaltet ihr auch dann 10 Level jeweils frei. So, gehen wir rüber auf die andere Seite. Hier drüben ist das Aussehen, brauche ich nicht viel zu erklären. Outfits, hier gibt es verschiedene Outfits, könnt ihr kaufen mit den kostenlosen Währungen. Aber natürlich auch mit der Echtgeldwährung. Das sind diese hier, die für 350, die mit dem, ja, ich nenne es mal Goldbarren, abgeschnittenen Goldbarren-Symbol, kann man das auch freischalten. Aber man kann es sich auch freispielen. Ne? Da brauche ich nicht viel zu erzählen. Dann gibt es die Intro-Pose. Das kann man auch freischalten. Das sind halt so Posen, wenn das Spiel losgeht, dann stehen alle Charaktere nebeneinander und dann wird diese Pose ja, gezeigt. So, dann Farben. Farben ist quasi für die Waffe. Das ist, glaube ich, Waffenfarbe, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Waffe grün mache, genau, dann ist die grün. Ja, ich lasse mal grün. Dann hat man hier noch Visitenkarte. Visitenkarte ist quasi, man kann die so hinwerfen, man kann die auf ein Feld legen und dann kann man die Waffe einfach hinlegen. Also hinwerfen, wie quasi bei Counter-Strike dieses Spray-Symbol, was man hat. So, dann hat man hier unten Gadgets. Gadgets sind auch noch Sachen, Ausrüstung, die man noch hat. Ja, man hat mit der 2 und mit der 3 jeweils, oder ob ihr mit dem Controller spielt, weiß ich jetzt natürlich nicht, für den hier andere Tasten stehen. Ich gehe mal auf das linke Gadget und dann kann man jetzt sich hier Sachen auswählen. Es gibt Verteidigung, Fallen, Täuschung und Aufklärung. So, bei der Verteidigung natürlich gibt es hier zum Beispiel ein Sprungkissen, das könnt ihr aufblasen.
Das lernt ihr übrigens auch im Tutorial kennen. Da könnt ihr euch hochkatapultieren in gewissen Orten. Man kann die aber auch platzieren, um zu blocken. Ist natürlich auch sehr geil, um zum Beispiel Räume zu blocken. Dann gibt es hier den Schutzschirm. Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Bin mir noch nicht genau, was es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Schutzschild ist. Dann gibt es noch ein automatischer Geschützturm. Klar, logisch. Ne? Man wirft den hin und er schießt automatisch auf fremde Agenten. So, Fallen. Eine Schleimkapsel. Kann ich mir vorstellen, dass das für eine Falle ist, die man hinlegt. Und wenn einer reinläuft, dieser voll mit Schleim, wird wahrscheinlich verlangsamt oder so. Muss ich nochmal herausfinden. Dann das elektronisch und Spender. Wenn Rivalen das gehackte Gerät benutzen, werden sie verfolgt. Ah, okay. Datenfalle. Das heißt, man markiert quasi einen Computer, den man hacken muss. Und wenn andere Spieler drangehen, dann werden die markiert und verfolgt. Das heißt, das ist natürlich sehr schön. So, Stolperdraht. Glaube ich, brauche ich nicht viel zu erzählen. Dann gibt es noch Täuschung, was ich sehr geil finde. Eine Holo-Nachahmung. Da kann man sich in Gegenstände verwandeln. Ist natürlich praktisch, wenn man gerade auf der Flucht ist. Ja, dann kann man sich zum Beispiel so, wie man es jetzt gerade sieht, als Kiste verteidigen, sich einfach dazustellen. Dann fällt das gar nicht auf. Voll gut. Mega praktisch. Dann Signalstörer. Könnte ich mir vorstellen, einfach irgendwas zu stören, damit man nicht gefunden wird. Aufklärung. Eine Aufklärungsdrohne. Mit der kann man rumfliegen, kann man sich ein bisschen umgucken und tralala und pipapo. Habe ich selbst noch nicht benutzt. Weiß ich nicht. Muss man testen. Und dann gibt es noch das Fernglas, was ich sehr geil finde, denn dann braucht man bei den Computern nicht hingehen, sondern kann aus einer gewissen Ferne nämlich die Geräte schon hacken. Was mega praktisch ist, weil dann fällt das nämlich nicht auf, wenn man am Computer steht. So. Gut, somit habe ich euch erstmal die Holo-Nachahmungen oder beziehungsweise genau, die ganzen, nicht Holo-Nachahmungen, das ist das hier, die ganzen Gadgets, die man mitnehmen kann, erklärt. Da kann man auch Farben einstellen, wie die aussehen, die Gadgets und so. Aber ich lasse das erstmal. So, das war erstmal das. Dann habt ihr oben noch die Feld-Upgrades. Da hat man 4 Sets. Man kann sich 4 Sets zusammenstellen. Man kann die hier oben auch übrigens benennen. Ja, hier zum Beispiel mein Set 1. So, ja, kann man sich auch benennen. Das sind Feld-Upgrades, die man in der Runde findet. Also Perks quasi, die man in der Runde erst finden muss. Man bereitet die sich vor, die man haben will. Man muss die aber in der Runde finden. Ja, das Graue ist das schwächste Perk. Ja, das findet man für einen Datenpunkt in so. Man findet die immer in so Tresoren. Man muss die hacken, die Tresore. Je höher der Perk ist, desto schwieriger zu hacken. Also je länger dauert das, um den Tresor zu hacken. Bei dem Goldenen, der ist nicht im Tresor, der ist an einem Entriegelungsterminal. Das erkläre ich euch gleich nochmal. So, und dann kann man hier auswählen, was man für einen Perk da drin haben möchte, wenn man den gehackt hat und öffnet. Zum Beispiel kugelsicherer Stoff, maximal LP-Anstieg plus 5%. Hackgeschwindigkeit plus 25%. Dann, was haben wir denn noch hier? Erhöhte Datenkapazität plus 20%. Und dann kann man das auswählen und dann ist das hier unten drin. Oder beziehungsweise hier im ersten Set. Dann kann man das bei Grün auch machen, natürlich. Ne? Gold ist natürlich das höchste. Grün, es sind im Prinzip alles dieselben. Ja, man kann aber nicht zum Beispiel sagen, ich will jetzt hier LP-Anstieg 8% und wähle jetzt nochmal LP-Anstieg 5%. Das geht nicht. Also man kann nicht stacken. Das geht nicht. Ja, man muss immer unterschiedliche Feld-Upgrades drin haben. Ja, zum Beispiel hier auch bei Lila. Dauert natürlich am längsten. Sind auch in gewissen... Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen heiser bin. Ich muss mal eben was trinken. Warte mal. So. Sind in gewissen Bereichen auch eher schwer erreichbarer. Diese Perks oder Feld-Upgrades. So, ihr seht, aber es ist halt, wie gesagt, immer das Gleiche, nur dass die halt einen höheren Wert von der prozentualen Seite haben. So, das Goldene ist natürlich das, was am geilsten ist. Das kriegt man aber auch sehr schwer. Das ist in den meisten Bereichen dort, wo VIPs nur unterwegs sind. Und das erkläre ich euch am besten gleich mal in der Runde. Ansonsten habt ihr hier oben das Profil.
was ich euch schon gezeigt hatte, was ihr auch über das Hauptmenü einfach aufrufen könnt. Saisons gibt es noch nicht, ist klar. Season Pass gehe ich ganz stark von aus. Und natürlich der Echtgeld-Shop, wie man es kennt. Mit natürlich Outfits und so ein Kram halt alles, ne? So, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt einfach mal in der Solo-Runde rein. Ich nehme sie hier als Charakter. Das Auswählen des Charakters kommt während der Runde, beziehungsweise vor der Runde. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich werde das wahrscheinlich überspringen, das mit dem Suchen hier beim Schneiden. Das soll ja eher so ein Tutorial-Video sein. So, da wären wir auch schon wieder. Das ist jetzt der Lobbyraum. Der Lobbyraum, beziehungsweise der Lobbybildschirm, wo es losgeht. Hier oben läuft die Zeit. Ja, hinten sieht man schon Spieler rennen. Und jetzt habe ich hier die Zeit, einen Charakter zu wählen. Jeder kann den gleichen Charakter sogar wählen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, man nimmt mir den Charakter weg oder so. Ich kann jetzt einfach einen Charakter wählen, den ich jetzt haben möchte und spielen möchte. Und man kann hier noch die Feld-Upgrades aussuchen, welches man haben möchte, was ich vorher erklärt habe. Und dann geht man auf Einsetzen und man ist schon drin. So, ja. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier quasi die Runde gestartet. Bin jetzt hier drin. Und man hat quasi seinen Charakter. Man ist ein Zivilist anfangs. Und man muss versuchen, andere Spieler quasi ausfindig zu machen, in Anführungsstrichen. Eigentlich ist das Hauptziel, den Tresorraum zu infiltrieren und dort Gegenstände rauszuholen. Ihr seht, man kann sich hier als Zivilist tarnen und was sehr hilfreich ist natürlich. Denn da kann man dann natürlich, oder man fällt natürlich nicht auf, man kann sich als Personalteil tarnen. Das ist ganz praktisch, weil da kann man als Personal dann untertauchen und man hat dann die Möglichkeit zum Beispiel Blumen zu gießen oder so, dann fällt man nämlich gar nicht auf. Dann gibt es noch so Wachen in Blau, die sieht man hier auch zwischendurch rumlaufen, die, da kann man dann in gewisse Personalräume rein. So, hier ist so ein kleiner, so eine kleine Vision, womit man sich Sachen markieren kann. Da kann man dann quasi sich den kürzesten Wegpunkt markieren. Ist natürlich ganz praktisch, was eigentlich ganz super ist. Wenn man nicht weiß, wie man am schnellsten dahin kommt, kann man das mal eben nutzen. Diese ABCDE und was ihr da seht, das sind die Tresor-Terminals, weil bevor man zum Tresor reinkommt, muss man die Terminals hacken. Das sind diese gelben Terminals, die man da gerade gesehen hat. Und davon muss man drei hacken. Und da reinzukommen ist erstmal schwierig. Da muss man erst immer durch eine blaue Tür und durch eine lila, ne? Man sammelt im Spiel gewisse Datenpunkte. Unten im mittleren Bildschirmbereich seht ihr, habe ich 0 Datenpunkte. Dieser Halbkreis füllt sich dann. Das kann man erweitern bis maximal, ich weiß gar nicht, wie viele Datenpunkte man ganz maximal sammeln kann. Am Anfang, glaube ich, hat man nur 8 oder so oder 10. Und man sammelt die und damit kann man dann Türen hacken, zum Beispiel, um reinzukommen. Wenn man die gewisse Keycard gefunden hat, kann man auch so durch die Türen rein. Aber die muss man erstmal finden. Die kann man in Schubladen finden oder die liegen irgendwo rum teilweise. Die machen auch ein Geräusch. Ja, das hat man am Anfang gesehen. Ich habe die grüne Keycard nämlich gesammelt gehabt. Die zeige ich euch und blende ich euch hier gleich mal ein, wie die aussieht. Und genau. Das ist so ein Wachraum. Da kommt man dann halt rein, wenn man blau angezogen ist. So ein blauer Charakter halt, das ist so ein Wachpersonal. Da braucht man halt entweder so eine blaue Schlüsselkarte oder 5 Datenpunkte, um da reinzukommen. Und ich gehe jetzt mal rein und ihr seht, wenn ich jetzt als Zivil da reingehe, fliegt meine Tarnung auf. Und dann werde ich gesehen und die fangen sogar an, auf mich zu schießen, die Wachen. Ja, jetzt bin ich quasi als Spieler sichtbar und wenn ich mich jetzt irgendwie verstecke, füllt sich der Balken Tarnung wieder. Der füllt sich schnell, sobald man stehen bleibt.
wenn man sich bewegt, schnell rennt oder so, füllt er sich langsamer auf. Also da müsst ihr dann aufpassen. So. Genau. Und dann ist die Tarnung eigentlich wieder da, wenn der Balken voll ist. Na, seht ihr, dann ist alles wieder in Ordnung. Hier ist, wie gesagt, dieser Bereich. Hier habe ich echt gedacht, das wäre ein Spieler, weil er so komisch rumlief. Aber die NPCs sind manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Genau, 5 Datenpunkte oder halt eine blaue Sicherheitskarte. Und da hinten ist der lilane Raum. Da sind die Terminals drin, immer in lilanen Räumen. Und dort bekommt ihr auch den goldenen Perk. Ja, ich habe euch ja am Anfang erzählt, diese Perks, die man sich am Anfang aussucht, diese Field Upgrades, die findet ihr in Tresoren. Und das lilane Perk ist meistens da hinter der lilanen Tür. Und das goldene bekommt ihr an diesen Terminals. Ja, die bekommt ihr nur in diesen Terminalräumen oder halt, wenn ihr andere Spieler quasi erledigt, die die haben. Dann kriegt ihr auch diesen Perk. Oder diesen, ja, dieses Field Upgrade. Ich zeige euch jetzt mal so einen Tresor. In Grau. Das ist dieser da. Links. Ich hack jetzt erstmal so einen Datenpunkt, dann seht ihr, wie das aussieht. Da könnt ihr euch dran stellen und quasi hacken. Ja. Die liegen meistens so rum, die stehen irgendwo auf den Tischen. Dann hackt ihr das und ihr seht unten am Bildschirm in der Mitte habe ich jetzt 2 Datenpunkte gesammelt. So. Ja. Es gibt teilweise auch Computer, wo mehr Punkte gibt. Ja. Und da gibt es manchmal 3, 4. Je mehr Datenpunkte drauf sind, desto länger dauert das Hacken auch. So. Ich gehe jetzt mal zu dem Tresor und zeige euch das mal. Der graue Tresor, farblich markiert, ist natürlich der graue Perk, der schwächste. So, den hackt man, geht offen und man sammelt den ein. Na, da habe ich jetzt verringerte Abklingzeit, glaube ich, da ausgewählt, glaube ich zumindest. Und genau, und so geht es weiter. Munitionspakete liegen auch auf Tischen rum, seht ihr hier. Kann man einfach einsammeln. Es gibt aber auch Munitionsstationen. Die kosten, glaube ich, 3 Datenpunkte, wenn ich mich recht entsinne. Die könnt ihr in den gewissen Bereichen finden. Ihr könnt euch die markieren durch die Vision mit Q. Mit Q. Und da könnt ihr dann quasi Munitionspakete kaufen, wenn eure Munition leer sein sollte. Hier nutze ich jetzt quasi gerade das Fernglas, um aus der Ferne zu hacken. Deswegen auch Fernglas. nein, aber das ist natürlich super, weil dann fällt das nicht so auf, wenn man am Computer stehen bleibt. Das ist nämlich teilweise schon sehr auffällig, um halt ja nicht so auszufallen. Das ist ganz praktisch. Ich nutze es sehr, sehr gerne. Ihr könnt ja selber gucken, was ihr dafür nutzt. Und genau, ich hack jetzt hier ein bisschen rum, um meinen Datenpunkt zu sammeln. Und ihr seht, die Tresor-Terminals wurden jetzt gehackt von anderen Spielern, die 3. Das heißt, die Tresorräume oder Türen gehen jetzt gleich auf und werden auch gleich markiert. Jetzt verschwindet gleich A, B, C, D, E und so. Genau, und jetzt ist der Vault Open, die Infiltrierungsphase ist jetzt eingegangen und dann kann man da eintreten. Diese Terminals, die ihr hier seht, das sind die Escape Terminals. Davon gibt es mehrere auf der Karte. Ich glaube 3 oder 4. Und dort könnt ihr dann quasi ein Escape-Fahrzeug rufen, weil ihr müsst nämlich anschließend, wenn ihr aus dem Tresorraum das Täschchen mitgenommen habt, dann müsst ihr entkommen. Ja, das heißt, es dauert noch ein Weilchen, bis das Auto dann kommt und dann müsst ihr da ein Weilchen ausharren, bis ihr dann entkommen könnt. So ein bisschen so Escape vom Tag of Like. Genau. So sieht das dann aus. So, jetzt bin ich hier in diesen blauen Terminalraum reingegangen. Ich muss aber noch ein bisschen was hacken, damit ich ein paar Datenpunkte kriege. Ich habe jetzt nicht professionell sehr gespielt, aber ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen geguckt und getestet und alles. Und habe dann mal ein bisschen ausprobiert. Und geschaut, wo ich jetzt meine Datenpunkte herkriege. So, ich habe die eingesammelt. So, und jetzt habe ich 8 und glaube, damit mit 8 Punkten kommt man durch die lilane Tür. Genau, so war das. Ich habe aber ein paar mehr gesammelt, weil ich da hinten noch Computer gesehen habe. Ich habe die grüne Keycard, das seht ihr unten rechts in der Mitte des Bildschirms. Ja, grün, 1 Stern, blau 2 ist die blaue Keycard. Dann gibt es noch die lilane Keycard, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß gar nicht, gibt es eine goldene? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Kann sein, dass es noch eine Keycard, weil unten sind 4... Bereiche. Ich bin mir jetzt gar nicht... Gab es eine? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier rein. Durch die blaue Keycard brauche ich dann die Tür auch nicht mehr hacken, aber hier lila muss ich hacken. Das sind 8 Punkte.
Wenn ich jetzt die lilane hätte, könnte ich auch die lilane Tür einfach öffnen mit der Keycard. Die findet ihr auch überall irgendwo rumliegen oder in Schubladen. So, hier ist der lilane Perk in dem lilanen Tresor. Ich weiß nicht, warum er ermahnt hat. Deswegen guckte ich gerade so ein bisschen, weil er mit dem Finger gezeigt hat, die dürfen die nicht sein, obwohl ich angezogen bin wie er. So, hier braucht ihr 8 Punkte für. Und hier habt ihr auch Sachen zum Hacken. Und hier ist der goldene Perk, den ihr quasi am Terminal kriegt. Nur am Terminal oder wie gesagt bei anderen Spielern, wenn ihr die erledigt und die Spieler den haben. So, somit habe ich jetzt quasi den goldenen und den grauen Perk. Das seht ihr unten links neben dem mittleren Bild, also im mittleren Bildschirm. Unten links seht ihr quasi die goldene, den goldenen Perk und den grauen habe ich von 5. Jetzt hacke ich hier noch ein paar Sachen und infiltriere noch ein bisschen hier gleich. Und genau, und ihr seht dann auch immer, wo die Türen sind. Es sind, glaube ich, 3 Türen oder 4 Türen, wo man rein kann. Die werden immer angezeigt, wenn die Türen offen sind. So, jetzt bin ich drin. Also hier ist Wachraum. Oben am Bildschirmrand seht ihr immer, welcher Raum und für was für ein Charakter das ist. Also wenn ihr als Zivilist hier reingeht, werdet ihr ermahnt und rausgejagt und von anderen Spielern natürlich auch gesehen, weil das passt nicht. Solltet ihr also aufpassen. So, ich hacke hier noch ein bisschen rum. Ich hole mir jetzt da unten das lilane Perk und sammle noch zwischendurch ein paar Datenpunkte. Ich glaube, mit dem lilanen Perk hatte ich, glaube ich, oder war das... Ah, genau, jetzt hier bin ich jetzt ein Wissenschaftler. Genau, hier ist der lilane Perk. Schnelleres Hacken habe ich jetzt. Das heißt, es geht noch schneller. Und bin jetzt quasi Wissenschaftler. Damit kann ich jetzt hier natürlich auch frei rumlaufen, Wissenschaftler. Das ist natürlich supi. Und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil in diesem Bereich natürlich die Spiele auch sehr, sehr... Da oben ist der Koffer, man sieht den. Da muss man rein. Und den muss man klauen und stehlen. Natürlich auch hacken erstmal. Und genau. Jeder Charakter hat auch eine Fähigkeit. Die probiere ich hier mal aus. Ich habe jetzt hier diese Fähigkeit, dass ich Gegenstände markieren kann. Hier mit meinem Zettelchen. Und wenn jetzt jemand von den anderen Spielern da dran geht, dann wird der markiert. Also wenn da jemand den Computer jetzt hackt, habe ich jetzt mal gemacht. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter in den nächsten Bereich. Jetzt fehlt mir natürlich die lilane Keycard. Ich hätte jetzt natürlich Punkte zum Hacken. Aber wie der Zufall es so will, gibt es jetzt einen Charakter, der durch die Tür geht. Das ist der da. Der läuft durch die Tür und ich laufe jetzt einfach mal hinterher ganz schnell. Wann komme ich rein, ohne zu hacken, ohne Keycard? Das geht natürlich auch. So, jetzt wurde der Koffer gestohlen. Und jetzt ist es so, dass man 5 Minuten Zeit hat, um zu entkommen. Und der Koffer wird immer ab und zu eingeblendet, wo der gerade ungefähr ist. Jetzt ist mir gar nicht aufgefallen, mir läuft nämlich der Dings jetzt an mir vorbei. Da läuft er nämlich schon gleich. Da. Das müsste, glaube ich, schon der Spieler gewesen sein, oder? Ja, oder ist es er? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er, wird er jetzt angeblendet. Guck, da ist er jetzt vor kurzem gewesen. Das dauert immer ein paar Sekündchen. Und jetzt fällt mir auf, dass der Spieler nämlich da runtergelaufen ist. Und da läuft er. Das habe ich mir schon gedacht, dass es eher es ist, weil der so komisch läuft. Man, es fällt ein bisschen auf, muss man sagen. Und deswegen habe ich jetzt schon auf den Kopf gezielt, aber ich werde jetzt erledigt, weil ich habe kein gutes Aim. So, er kann, wenn er den Koffer in der Hand hat, kann er quasi ganz kurzzeitig einblenden und schauen, wo die Umrisse eines anderen Agenten sind. Ja, das heißt, es geht dann mit dem Köfferchen, wenn man den in der Hand hat, dann ist es möglich, quasi die anderen Spieler für kurzzeitig zu entdecken. Das geht. Das ist natürlich ganz supi, weil sonst wäre es wieder unfair. Finde ich ganz schön. So, jetzt gehe ich nochmal ganz schnell in den Tutorial-Modus, beziehungsweise in den Test-Modus. Und kann euch nochmal ganz in Ruhe zeigen. Also ihr müsst, wie gesagt, diese Terminals immer hacken, um die Datenpunkte zu bekommen. Und wenn ihr genug habt, könnt ihr damit, wie gesagt, Türen öffnen. Oder diese Perk-Saves quasi öffnen und genau, die Datenpunkte, das ist eine wichtige Rolle im Spiel. So sehen die Perks aus, ne? Grau, grün, dann gibt es blau, lila und gold. Ne? Schlimmes Recken hatte ich da, maximal LP hatte ich bei lila und erhöhte Datenkapazität bei gold. So, jetzt habe ich schon 7 und ich glaube bis 16 geht es, glaube ich, auch 19 sogar, wenn ich jetzt maximale Datenkapazität habe. So, so sehen die Munitionspakete. Da hinten an der Wand, habt ihr gerade gesehen, ist quasi die Munitions,
Automat, wo ihr Munition kaufen könnt. Und genau, ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um, aber im Prinzip ist es eigentlich klar, das sind hier die Tresore. Wie gesagt, die könnt ihr einfach hacken und genau. Und könnt dann quasi da die Perks rausnehmen. Ja, das ist im Prinzip das Spiel. Darum geht's. Es geht im Prinzip immer darum, etwas rauszuholen aus dem Tresor. Und so ein bisschen Battle Royale-mäßig, man muss halt raus. Oder was heißt Battle Royale, so ein bisschen Escape-mäßig. Und ich finde es ganz cool. Ich mag den, den Style des Spiels. Die Grafik muss man sich dran gewöhnen. Ich finde es aber echt cool. Und das Spiel hat mega Potenzial. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, falls ihr es spielen sollt, ja, lasst auf jeden Fall mal euch blicken. Vielleicht treffen wir uns ja. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr hier vielleicht einen Kommentar da lassen würdet oder einen Daumen hoch, um mal zu sagen, was ihr davon haltet. In naher Zukunft werde ich vielleicht dann noch ein paar mehr Videos davon bringen oder so. Einfach mal zum Testen, wie es ist. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich konnte euch ein bisschen näher bringen. Und falls ihr noch ein paar Fragen habt oder so, dann fragt ruhig. Ich gebe euch da gerne mal ein paar Tipps. Und ich bin auch noch ein bisschen blutiger Anfänger, aber ich versuche, so gut es geht, in nächster Zeit ein bisschen regelmäßiger zu spielen, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Ich hatte noch eine Idee. Habe ich auch auf Discord den Entwickler ein bisschen geschrieben, weil da konnte man ein paar Feedbacks geben. Es wäre noch schön, wenn es zum Beispiel noch einen anderen Modus geben würde. Ich hätte so die Idee, hatte jemand auch im Stream geschrieben, so VIP wäre cool, wenn zum Beispiel entweder ein NPC ein VIP wäre, der schwer zu erreichen wäre, also dass man den töten müsste. Und oder halt, wenn ein anderer Spieler ein VIP ist und der Spieler zum Beispiel eine Aufgabe hat, die er erfüllen muss und die anderen Spieler müssen ihn aufhalten. Wäre zum Beispiel auch ein ganz cooler Modus. So als Idee. Gut, das soll es erstmal gewesen sein von mir und ich würde mich freuen, wenn wir uns im anderen Video wiedersehen werden oder hier im nächsten Tutorial-Video und ja, also bis dann. Macht's gut. Tschüss.